Etwas Kurioses. Ich habe ungefähr einem halben Jahr in den deutschen Medien im Internet gelesen, dass die Stadt Dachau auf der Suche nach einer Partnergemeinde in Israel ist, aus offensichtlichen Gründen. Und ich bin dann zu unserem Bürgermeister gegangen, der ja auch ein Nachbar von uns ist, und habe ihn gefragt, ob er Interesse hat, unseren Gemeindeverband einer deutschen Stadt zu verbrüdern praktisch. Weil ich dachte, das wäre halt eine geniale Kombination, eine israelische Siedlung praktisch zu nehmen, mit religiöser Natur, in Verbindung mit Dachau, weil Dachau hat halt die Perspektive der Vergangenheit oder die Last der Vergangenheit, und wir sind hier so mehr in die Zukunft schauen. Und wenn man das verbinden könnte irgendwie, das wäre vielleicht sehr interessant. Aber er wies das ab, meinte, die Geschichte wäre doch zu belastend, als dass man das machen könnte. Und ich sollte ihm eine andere deutsche Partnergemeinde bringen, mit etwas neutralerem Namen. Dann würde er es gerne machen. Wenn du jetzt spazieren gehst, dann bleibst du sozusagen im Ort, oder? Oder gehst Meistens, ich habe nicht so die Zeit, aber außerhalb vom Ort würde ich auch gehen, aber vielleicht nicht mit meinen Kindern und so. Da würde ich vielleicht mit Freunden gehen, einer würde auf jeden Fall eine Pistole dabei haben. Okay. Aber da hat jeder seine eigene Meinung darüber. Aber grundsätzlich ist hier in unserer Gegend gilt es als sicher. Also mein Nachbar, der joggt bis zum Nachbarort und hat gar keine Angst. Und normalerweise passiert da auch nicht viel. Sind denn, also gibt es hier arabische Dörfer außenrum? Also hier, weil das ein Siedlungsdorf ist, gibt es hier halt nicht sehr viele. Also du siehst alle, wir sitzen praktisch mittendrin und du hast praktisch nur jüdische Gemeinden drumherum. Deshalb hast du hier nicht so das Gefühl, irgendwo zwischen den Arabern zu leben. Wie weit ist denn das nächste arabische Dorf? Ich glaube 2, 3 Kilometer, aber das ist hinter einem Hügel, das sieht man also auch gar nicht. Also man hört den Muezzin rufen Ja. ab und zu. Aber Hier ruhig. Okay. ja. Ja, weil wir hier auf dem Hügel gelegen sind, muss man immer hier viel hochsteigen und hat viele Treppen und Autos hoch und runter fahren. Ist ein bisschen anstrengend, vor allem wenn man noch einen Kinderwagen zu schieben hat. Ja. Aber die meisten Siedlungen sind auf Hügeln gebaut, und die arabischen Dörfer sind alle unten in den Ebenen oder in den Senken, weil es halt landwirtschaftlich besseres Land ist. Und die Hügelspitzen haben halt nie jemanden irgendwie gehört. Und deshalb wurden dort die Siedlungen angelegt, um halt, damit niemand kommen kann, sagen kann, ihr habt unser Territorium weggenommen. So, wir sind jetzt hier oben angekommen. Und wir befinden uns jetzt ungefähr 980 Meter über den Meeresspiegel. Und sind hier auf der Wasserscheide. Hier runter geht es zum Toten Meer, auf der anderen Seite zum Mittelmeer. Leider ist es heute außergewöhnlicherweise sehr diesig. Man würde sonst hier bis nach Jordaniensee, könnte man sehen, bis nach Hebron. Ich hoffe, nachher können wir nach Jerusalem sehen. Auf der westlichen Seite sieht man in guten Tagen das Mittelmeer und Tel Aviv, Ashdod, Ashkelon, sogar den Gazastreifen kann man sehen. Aber leider nicht heute. Ja, dann gehen wir mal darüber in den Kindergarten. Wir holen mal meinen Sohn ab. Der hat jetzt hier gleich Schluss.
So, ich hole ihn jetzt hier ab. Kannst du ihn gerne reinkommen? Guten Morgen. Guten Morgen. Guck mal, das ist der Freund von Abba. Ein Journalist aus Deutschland. Das ist ein Mikrofon. Kaninchen. Kaninchen. Kaninchen, ein Hase. Hase. Kach mal, Toki, kach. Itamar, ich nehme ein Stück Kuchen. Das ist lieber. Das ist Sina, die Kindergärtnerin aus Russland ursprünglich. Hier ist keine Hat im Wegel. Ja, ich habe im Wegel in Germania. Das ist die Tonal in Germania, weil sie da Wort läuft. Israelische Kinder sind Soldaten, ganz normaler Bestandteil vom Leben. Da nicht sehr, wird das glaube ich nicht so als militärische Erziehung angesehen, sondern eher als Mittag. So, wir gehen jetzt. Mittag. Okay, wir gehen jetzt zum Kinderwagen. Itamar, der hat nächste Woche seinen dritten Geburtstag. Und wir haben ihm bisher noch nie die Haare geschnitten. Es gibt eine jüdische, also gemäß der jüdischen Tradition, wird den Jungen erst ab dem dritten Lebensjahr die Haare abgeschnitten. Und nächste Woche werden wir in einer kleinen Zeremonie werden ihm hier den großen Zopf abschneiden. Und dann verpassen wir ihm die erste Frisur in seinem Leben. Und das Problem ist natürlich bei vielen Kindern, gerade im Kindergarten, Flöhe und so etwas. Aha. Der hat das Problem bei ihm nicht gehabt. Bei unserem ersten Sohn haben wir dann extra so einen Flohkamm gekauft. Aha. Und dann ein paar Mal damit bearbeitet, dann war es eigentlich auch kein Thema. Weil es ist natürlich ein erstrangiger Nährboden. Ja. Ja, mikroskopische Kultur. Ich habe eine Nachbarin, die kommt aus Russland, die spricht auch Deutsch. Ich habe viele prachtvolle Genossen in Deutschland, und nämlich die Deutschen, und in Berlin, in Pritzwalk. Und darf ich einen Gruß schicken? Ja, bitteschön. Ja. Und ich begrüße ganz herzlich. Oh. Das ist sehr, sehr alte Geschichte. Das war im Jahre 1967. Ich habe gearbeitet im Pionierlager Artek am Schwarzen Meer als Dolmetscherin in einer Kinderdelegation aus der DDR. Und wir sind befreundet bis dahin. Und im Jahre Alpaim Besheva, 2007, wir haben gesammelt in Deutschland an Berlinsee alle zusammen, alle Pioniere und auch unser Leiter Rolf Dreyer und auch ich, und das war prima. Wie sind Sie denn in diese Siedlung gekommen? Wurde Ihnen das zugewiesen? Das war ganz zufällig. Ah ja? Zufällig, aber das gefällt mir hier und ich habe geblieben. Aha, ja. Aber wurde Ihnen das angeboten, als Sie nach Israel gekommen sind? Oder nein, Sie... das war mein Wunsch. Ja, okay. Wie lange sind Sie denn schon in Israel? Und gar in Israel, auch in Israel bin ich 9 Jahre. Ach so, Sie sind direkt hierher? Direkt mit Moskau nach Nevedenim. Ah, okay. Und alle
Menschen hier in der Siedlung sind sehr verstaunt. Aber Kaffeesee. Ah, okay. Und ich hoffe und ich hoffe sehr, dass viele Deutsche kommen hier und sehen alles mit ihren Augen und erzählen dort, wie wir wohnen, wie wir leben. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte noch sagen, dass ich jetzt stellvertretender Vorsitzender der Vereinigung von Russen, Deutsch, Russen, Israel, Russen, Freundschaft. Und wir haben ein Projekt, heißt Trialog. Aha, okay. Und wir arbeiten viel in diesem Projekt. Und wir sind interessiert, dass auch viele Christen kamen zu hier und wir interessieren uns befreundet und so weiter und so fort. Okay. Also Trialog. Wem? Zwischen Russland? Lor, zwischen drei Konfessionen. Ah, okay. Alles und drei Kulturen. Also auch Moslems? Muslim, Christen und Juden. Und haben Sie muslimische Teilnehmer? Muslimische Teilnehmer haben wir nicht, aber wir sind befreundet mit einer Vereinigung. Die Vereinigung heißt Arbat. Von erster Seite, das ist eine von Hauptstraßen in Moskau, Arbat. Das ist arabische Wort. Und das ist Vereinigung der Araben, die vorher ihre Hochbildung in Russland, in der Sowjetunion bekamen. Aha. Sie haben fast alle... Also die leben in Russland. Lor, hier. Ach, die leben hier. Hier. Und, aber hier haben fast alle haben russische Frauen. Sie besprechen Russisch sehr gut. Und wo leben die? In Nevedanje? Lor, in Jerusalem. Sie sind israelische Araber. Vielen Dank.